Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute Anfang August ein kleiner Garten-Ernterundgang. Hier am Dach gibt es jetzt die Zwiebel zu ernten. Ein paar Gurken sind dabei. Die Erdäpfel im Kübel fangen schon leicht zu welken an. Da werde ich aber noch ein, zwei Wochen warten. Da gibt es dann ein extra Erntevideo. Am Dach gab es ja wieder einiges zu holen. Interessant finde ich diese eine Zwiebel, die hat da bei dem Blattwerk so eine Verdickung. Da möchte ich jetzt reinschauen, was mit dem auf sich hat. Habe ich noch nie gesehen. Und wie man sieht, sieht man nichts. Riecht gut nach Zwiebel, aber anscheinend eine Laune der Natur. Ich dachte, vielleicht sind da irgendwelche Samen oder vielleicht irgendein Insekt drinnen, aber anscheinend nur eine Laune der Natur. Nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter mit dem Gartenrundgang, bevor die Sonne noch höher steht, die ganze Sache noch heißer wird. Momentan oder die letzten Wochen haben wir eigentlich eine Hitzeperiode. Jetzt diese Woche 38, 39 Grad. Die Temperaturen sind schon wüstenmäßig. Hier hinter mir mein Hochbeet, bepflanzt mit Karotten, Knollensellerie, Mais, ein paar Zwiebeln sind noch drinnen, die werde ich jetzt auch gleich abernten. Schwarzwurzeln sollten sich auch irgendwo verstecken, aber ich glaube, das Kraut von den Karotten hat die Schwarzwurzeln unterdrückt. Mais oder Gugerutz, da entwickeln sich schon schöne Kolben hinten auf dieser Pflanze. Habe ich schon drei Stück oben. Die Brombeere, die breitet sich wieder extrem aus, wie jedes Jahr, bildet wunderschöne große Beeren aus. Das Ganze stachellos, so eine Brombeere ist nur zu empfehlen. Die wilde Böschung bei mir im Garten, bepflanzt mit vielen verschiedenen Blühpflanzen. Die Ringelblumen wachsen total gut auf dieser Böschung, sind auch optimal für die Honig- und Wildbienen. Auch Hummeln lieben diese Blüten. Der Ringlottenbaum
der trägt heuer ordentlich Früchte. Ich bin gespannt, wie Ricotten schmecken. Nehme ich schon auf, ja. Hinter mir das Beet, bepflanzt mit meinen Paradeisern, nicht ausgegeizt, nur teilweise angebunden. Gießen erspare ich mir, es wird nur schön gemulcht und ich bin eigentlich soweit zufrieden wie jedes Jahr. Sie haben auch kein Dach drüber, aber momentan regnet es eh nicht. Hinter mir mein Marillenbäumchen. Die Marillen fangen schon an reif zu werden. Ich bin echt schon auf den Geschmack gespannt. Bis jetzt war es mir ja leider immer verwehrt durch Spätfröste oder dadurch, dass der Baum noch zu jung war. Aber 22 Stück sind oben. Das heißt, für einen Marillenkuchen und vielleicht für ein Gläschen Marillenmarmelade wird sich's auf jeden Fall ausgehen. Hier hinter mir die Weintrauben. Heuer gibt's leider etwas weniger als letztes Jahr, also werde ich heuer keinen Traubensaft pressen, aber für den Frischverzehr allemal optimal. Hier die vorletzte Station, das kleinere Hochbeet. Da habe ich die Paprikas drinnen. Zweimal die Sorte Pantos, die was schön wächst, aber irgendwie keine Früchte ansetzt bei mir. Ich habe hier einen einzigen Paprika oben hängen. Ich glaube, nächstes Jahr kommt eine andere Sorte zum Einsatz. Andererseits die Sorte Paradiso, die kleinen Paprika, runden, rot sollen sie werden, wenn sie ausreifen. Die hängen übervoll. Da kann ich einen Haufen ernten und einlegen. Am Ende angekommen vom Erntegartenrundgang Anfang August möchte ich euch jetzt noch den Champion vorstellen. Hier die Kohlrabi-Pflanze, eine von 6 Stück für die Kohlrabi-Challenge 2017. Ich bin da zuversichtlich, dass ich den Selbstversorger Ricotti und den Bienenbär schlagen kann. Beides super Kanäle, auch der Ubuntu-Hof, ein toller Kanal, macht mit, weiters viele andere Kanäle. Dazu gibt es eine Google Plus Gruppe, Kohlrabi Challenge, die verlinke ich euch unten in der Box. Ebenfalls den
Kanal vom Bienenbär und vom Selbstversorger Rigotti und der Ubuntu-Hof kommt auch noch mit unten rein. Echt tolle Kanäle, kann ich nur weiterempfehlen. Ich hoffe, euch hat der kleine Gartenrundgang, Ernterundgang Anfang August gefallen. Es ist momentan echt schwer zu filmen. So eine Hitze habe ich noch nicht erlebt, die letzten Jahre überhaupt, seitdem ich garteln tue. Aus diesem Sinne, pfeif drauf. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.